Meistens ist die Ausrüstung ja grün oder oliv, ne? Wie wär's mit orange? Keine Chance? Oder vielleicht doch? Finden wir es gemeinsam raus. Hallo, willkommen, das ist der Rainer Rossen vom Survival Show Problemskunst. Schön, dass du dabei bist. Und ja, Survival Orange. Und warum ich dieses Video mache, liegt daran, dass ich mir dieses neue Mora Ganzball in Orange geholt habe. Und zwar, ich habe ein Mora Ganzball, ist schon einige Zeit in Grün, in Oliv, und ich finde es nicht mehr. Und ich bin andauernd draußen, ich bin wirklich viel draußen, Berufsgründen sozusagen. Und ich finde es nicht mehr. Und es ist so schade um dieses Messer, weil es ist meiner Meinung nach das Waldskalpell. Das Video, das gebe ich da oben, schau dir das an. Aber ich habe es mir jetzt in Orange, das ist heute gekommen, besorgt, damit ich es einfach nicht verliere. Weil du machst den Rucksack auf oder irgendwas und es fällt da runter. Und wenn das Oliv oder Grün ist, dann siehst du es unter Umständen nicht mehr. So, wenn du nur hier und da draußen bist, ist das vielleicht nicht dein Thema. Aber wenn du wirklich auch viel Ausrüstung mit hast, dann ist das schon eine coole Sache. Und genau das ist der Punkt hier heute. In diesem Video. Schau mal her. Das hier sind Arbeitshandschuhe. So ganz normale Arbeitshandschuhe, die du halt kaufen kannst. Die habe ich auch schon einmal vorgestellt. Und die sind standardmäßig so. Und jetzt kann man sich sagen, naja, da schaut man aus wie ein Müllmann oder sowas. Was ja auch keine Schande ist. Aber unabhängig davon, das hat auch irgendwie Signalwirkung. Und zwar dieses Survival Orange, egal was ich da jetzt dir da noch zeige, hat zwei Aspekte. Nämlich erstens, dass du es selber siehst, dass du es selber, wenn es irgendwo rausfällt oder steht, dass du es gleich in den Blick hast, weil orange ist halt, das hebt sich halt im Vergleich jetzt dazu grün schon irgendwie ab. Ne? Das ist einmal Punkt A. Und Punkt B, dass man sich vielleicht damit auch signalisieren kann oder es herzeigt. Schau mal her, ich habe es jetzt leider nur in gelb, weil orange mir ausgegangen ist. Bei meinen Survival Trainings gebe ich solche Seile hier aus, solche Schnüre hier aus. Ich mache auch keine grünen Olivbarakord mehr, weil erstens, wenn die Leute ihre Tabs oder was auch immer spannen oder planen aufspannen, dann sieht man das grüne Schnürl nicht. Boah, da läuft irgendwer rein. Oder wenn die Schnur, wenn das was abgeschnitten wird, kann ja passieren, und runterfällt, dann sehe ich das gelbe Zeug dann und kann es dann wieder auch mitnehmen in Bezug auf Umweltverschmutzung sozusagen. Und ich kann damit auch signalisieren, weil wenn ich wirklich gefunden werden will, dann sieht man mich einfach besser damit. Oder ein anderes Beispiel jetzt zum Beispiel. Warum hat die Firma Fiskars, ja, die hat das grundsätzlich bei all ihren Exen, ich habe jetzt hier die Säge zum Beispiel mitgebracht, ja, die haben das auch einfach aus dem Grund, wenn das am Boden liegt, wenn du das hinwirfst, ja, das siehst du ganz einfach. Hast du aber Fleck da, dann wird es schwer. So. Und ich komme dann gleich dazu. Zwei Sachen mag ich noch herzeigen. Natürlich auch mein Survival Multitool. Auch das gibt es in Schwarz oder eben in Orange. Und Orange ist mir persönlich lieber, weil ich es dadurch in meinen Krimskrams auch finden kann. Beziehungsweise in der Tasche. Wenn ich da reinschaue, aha, da ist es. Und Schwarz, Oliv gibt es ja gar nicht, ist da eigentlich schwieriger. So, und zwei Dinge noch und dann habe ich es. Dann komme ich gleich auf den Punkt. Ich bin auch übergegangen, diese Wildo Klappbecher, die hatte ich immer in Oliv. Das war mal irgendwie, also jetzt nicht, weil ich auf die Farbe so stehe oder es militärisch wollte, aber das hat irgendwie, ich habe mir gedacht, das Orange, das ist irgendwie so, bleh. Aber umso länger und öfter und mehr ich da draußen bin und umso mehr ich schon verloren habe, gehe ich immer mehr in diese Richtung. Ist mir wurscht, wie das ausschaut, ist mir doch wurscht. Oder, und jetzt da mag ich mich recht herzlich bedanken, das habe ich als Geschenk bekommen, dieses Messer. Und werde das auch noch ausgiebig testen und dazu noch ein eigenes Video machen. Aber auch das, da ist mir gleich aufgefallen, das ist total orange. Ja, das ist total orange und trifft genau meinen Geschmack momentan. Aber das Messer stelle ich noch an einer anderen Stelle mal vor. So, gut. Also, hab keine Furcht, orange zu verwenden. Ja? Du, erstens, das Zeug siehst du, wenn du es verlierst, findest du es viel einfacher wieder oder es fällt dir auf. Du, in deiner Ausrüstung, wenn du es im Rucksack hast oder in einer Tasche, sind die Gegenstände, die wichtig sind, in Orange besser, weil du sie dann auch gleich da besser zur Verfügung hast. Und Orange hat eine wunderbare Signalwirkung. Es gibt bei mir unten im Shop, da gebe ich dir unten den Link, eine Rettungsdecke, die ist orange. Ja, die wirklich eine orange Seite hat, einfach aus dem Grund, damit du aktiv signalisieren kannst in einer Notsituation, beziehungsweise wenn du mehrere in der ersten Hilfe zum Beispiel, wenn du da mehrere Verletzte irgendwo hast, dann hat man die auch gleich besser im Überblick, wenn du die zudeckst mit irgendwas orange. Außerdem ist die extra stark und du kannst damit was tragen, aber das ist eine andere Geschichte. Ich mag dich um was bitten.
Schreib mir unten einen Kommentar, wie du Survival Orange oder orange Ausrüstungsgegenstände siehst, ob das für dich ein Go oder No-Go ist. Mach auch bei der Abstimmung hier oben mit, das wäre auch echt fein. Da würde ich mich freuen darüber, ob Orange für dich Outdoor ein Thema ist oder nicht. Ja, schreib einen Kommentar, Daumen nach oben oder nach unten. Links zu den Produkten findest du da unten. Abo, wenn du das erste Mal hier bist, Glocke drücken nicht vergessen, damit du die neuesten Videos kriegst. Und folg mir auch auf Instagram, gebe ich da auch unten den Link. Und auf Facebook, wenn du magst, ein paar andere Videos zum Anschauen. Hat mich gefreut, dass du dabei warst. Dein René Rossmann und bis bald. Ciao.